Kommen wir zum Materialismus. Hier haben wir die schärfste Form der Leugnung von Leib-Seele-Trennung, nämlich die Behauptung, dass mentale und physische Phänomene identisch seien, auch wenn sich die Beschreibungen unterscheiden mögen. Die Aussage, X halluziniert, ist gleichbedeutend mit der mit dem Hirnzustand, die Synapsen von X sind mit LSD überschwemmt. Das wäre eine äquivalente Beschreibung. In diesem Fall würden alle mentalen Vorgänge zu Teilmengen physikalischer Vorgänge und wir können sie im Moment vielleicht noch nicht genau genug beschreiben, aber wenn eines Tages die Mittel dafür zur Verfügung stehen, dann hätten wir sozusagen die Gleichsetzung von mentalen Phänomenen mit physischen Phänomenen geleistet. Damit wäre das Leib-Seele-Problem gelöst. Es gäben nicht zwei verschiedene Entitäten, sondern alles ist im Feld der Physik zu erklären. Paul Feyerabend hat in einem Beitrag 1981 schon zu Recht kritisiert, dass der Dualismus von Ereignissen durch einen Dualismus von Eigenschaften ersetzt wird. Und Saul Kripke hat 1972 nochmal nachgelegt und gesagt, die notwendige Identität von mentalen und neurophysiologischen Phänomenen ist nicht immer gegeben, zum Beispiel nicht bei Schmerz. Kripke vertritt den Standpunkt, Schmerz kann kein Gehirnprozess sein. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Was er damit meint, ist, dass wir etwa, wenn Sie ganz bestimmte Schmerzen haben und gehen zum Arzt und der Arzt sagt, ich finde hier gar nichts. Sie können eigentlich keinen Schmerz haben. Wer hat dann recht? Ja, derjenige, der Schmerz empfindet oder derjenige, der aus der dritten Person, aus der Beobachterperspektive sagt, eigentlich kann da nichts sein. Die Ich-Perspektive, ja, das ist der ganz wichtige Punkt, dass ich Schmerz habe. Die erste Person-Perspektive, die zählt hier und zeigt, dass die Identität von Neurophysiologie und mentalen Phänomenen nicht immer vorliegen muss. Und wir haben bei Schmerz manchmal Schmerzphänomene, die sich auf neurologischer, auf physiologischer Seite nicht so einfach nachweisen lassen. Eliminativer Materialismus. Das sind ganz starke Thesen, die behaupten, mentale Phänomene existieren gar nicht. Daniel Dennett, Richard Rorty und Wilfried Sellars sind drei Vertreter, die ganz in unterschiedlicher Weise sich da äußern. Und sie sagen, eines Tages werden wir diese Theorie über mentale Phänomene vollständig aufgeben und ablösen durch eine Theorie über Hirnphänomene. Ja, die mentalen Phänomene, das ist eine veraltete Common-Sense-Theorie, so werden wir im 22. Jahrhundert sagen. Und typisch dafür wäre so eine Aussage, was man früher Angst nannte, ist nichts anderes als, und dann kommt ein komplizierter Hirnprozess, den wir mit Angst gleichsetzen. Das ist der eliminative Materialismus, der radikal die Existenz von mentalen Phänomenen leugnet und sagt, das ist alles Hirn, sind alles Hirnprozesse, wir beschreiben sie nur mit einer völlig veralteten Begrifflichkeit und verwenden ein mentalistisches Vokabular für Phänomene, die tatsächlich eine physikalische Grundlage haben. Die Kritik daran, an diesem eliminativen Materialismus, diese Art von Identitätsbehauptung erlaubt den Schluss, dass dann einige physische Phänomene eben doch mentale Phänomene sind. Das ist eine interessante Kehrtwendung. Mentalistisches Vokabular hat privilegierten Status. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann ganz bestimmte Zustände meines Gehirns, zum Beispiel das Gefühl, Angst zu haben, das Gefühl, Stress zu empfinden, das kann ich mit meinem mentalistischen Vokabular gut beschreiben. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch mein Adrenalinspiegel im Moment ausfällt, da habe ich keinen Zugang zu und wir werden zu ganz bestimmten körperlichen Zuständen immer ein mentalistisches Vokabular gebrauchen müssen, weil wir kein Messgerät haben, was unseren Adrenalin, Testosteronspiegel oder whatever erfasst und was deswegen für die Beschreibung meines inneren Zustandes kaum ersetzbar ist.
Dritter Gesichtspunkt, der funktionale Materialismus. Mentale Zustände sind funktionale Zustände, die auf verschiedene Weise realisiert werden können. Beim Menschen sind es eben Hirnzustände. Das Funktionalität hat damit zu, oder Funktionalismus hat damit zu tun, dass wir ganz bestimmte Tätigkeiten auf unterschiedliche Weise erfüllen können. Zum Beispiel die Funktion des Wurzelziehens könnten wir bei bestimmten Zahlen im Kopf durchführen. Zum Beispiel die Wurzel, die zweite Wurzel oder die erste Wurzel aus der Zahl 9 ist 3. Ja, das kann ich im Kopf rechnen. Wurzelziehen kann ich aber auch am Rechner machen. Ich kann einen Taschenrechner dafür verwenden. Ich kann ein Computerprogramm schreiben. Es sind unterschiedliche Realisationsformen für ein und dieselbe Funktion. Und das ist ganz interessant. Der semantische Funktionalismus behauptet, dass wir mentalistische Ausdrücke verwenden, die ganz bestimmte funktionale Zustände beschreiben. Der empirische Funktionalismus sagt, die funktionale Sichtweise auf mentale Zustände ist eine gut empirisch bewährte Hypothese. Und wir können daran nochmal sehen, funktionale Analyse. Ja, was ein Computerprogramm leistet, die Funktion, die der Rechner erfüllt, kann unabhängig von dem Programm und von der Maschine beschrieben werden, auf der das Ganze geleistet wird. Wir trennen funktionale Organisation, funktionale Leistung von der physikalischen Realisierung. Ob eine ganz bestimmte Rechentätigkeit in C++, in Pascal, in Fortran, whatever geschrieben ist, die physikalische Realisierung, ob sie auf einem Taschenrechner erfolgt, auf einem Hochleistungsrechner oder auf einem Laptop, spielt keine Rolle. Die Funktion ist unabhängig von der physikalischen Realisierung. Und das ist hier der Gedanke des funktionalen Materialismus. Aber das führt auch zu ein paar Problemen, nämlich etwas könnte dieselben funktionalen Eigenschaften haben wie ein Schmerz, ohne ein Schmerz zu sein. Und dann wäre Schmerz nicht mehr essentiell ein funktionaler Zustand. Da sehen wir schon, da rutschen wir auch wieder in neue Problemfelder herein. Was ist das Fazit zum Leib-Seele-Problem? Das Fazit könnte lauten, nicht reduktiver Materialismus. Eine materialistische Sicht auf die Körper-Seele-Dichotomie, ohne dass wir zu sehr reduktionistisch an die Sache herangehen. Die Einsicht, dass mentale Phänomene physische Phänomene sein müssen, der steht der Eindruck entgegen, dass wir nicht verstehen, wie sie es sein können. Der nicht-reduktive Materialismus bietet sich hier als Ausweg an. Es soll nichts unterdrückt werden, was für mentale Phänomene essentiell ist, und es soll verständlich werden, was es heißt, dass mentale Phänomene in ihrem vollen Gehalt Teil der Natur sind. Das ist nach Biris Meinung zwar noch nicht in Sicht, aber in Arbeit, und ich kann Ihnen versichern, bis heute im Jahre 2020 haben wir keine Lösung dieses Problems in der Hand. Peter Biri hat ein interessantes Trilemma formuliert, das drei Sätze verwendet. Der erste Satz lautet: mentale Phänomene sind nicht physische Phänomene. Zweiter Satz: mentale Phänomene sind im Bereich physischer Phänomene kausal wirksam. Das heißt, wir können mit mentalen Phänomenen Physisches bewirken. Denken Sie an meine Hand, da wird ein mentales Phänomen, nämlich meine Absicht, die Hand zu heben, im Bereich der physischen Phänomene kausal wirksam. Sie sehen, dass meine Hand hier in die Höhe schwebt. Der dritte Satz: der Bereich physischer Phänomene ist kausal geschlossen. Das heißt, es gibt nichts Unerklärliches, keine unerklärten Kräfte außerhalb der Welt der Physik. Das ist ganz klar. Jenseits der Physik beginnt die Metaphysik. Das ist nicht mehr die Wissenschaft, zumindest nicht die Naturwissenschaft. Das ist der dritte Satz, der sagt, physische Phänomene müssen eigentlich kausal geschlossen bleiben. So ist das in der Physik. Die Vorschrift Energieerhaltung und andere Dinge spielen dabei eine wichtige Rolle.
drei Sätze. Und das Interessante ist, zwei davon können Sie, und zwar je zwei, können Sie beliebig kombinieren, implizieren die Falschheit des dritten Satzes. Sie können nicht alle drei Sätze simultan anwenden. Sie können sich für Satz 1 und 2 entscheiden, dann ist aber Satz 3 plötzlich nicht mehr gültig. Sie können sich für Satz 2 und 3 entscheiden, dann ist Satz 1 nicht mehr gültig. Und Sie können sich für Satz 1 und 3 entscheiden, dann ist Satz 2 nicht mehr gültig. Wie wir es auch machen, wir kommen aus diesem Dilemma nicht heraus. Und das ist eine spannende Frage. Leib-Seele-Problem ist für die Psychologie bis heute eine harte Nuss. Und es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir ignorieren die seelischen Vorgänge und befassen uns nur noch mit den physiologischen Prozessen oder den neurophysiologischen Prozessen. Die Entdeckung des eigenen Willens hat Peter Biri 2001 sein tolles Buch Handwerk der Freiheit benannt. Das macht nochmal deutlich, natürlich haben wir einen freien Willen und wir sind nicht irgendwie abhängig von physikalischen Einflüssen, die auf uns wirken, sondern das entsteht in uns. Da ist ein emergenter Prozess im Gange und der hat sehr viel mit unserem Körper zu tun, mit der Körperlichkeit, die uns Bewusstsein schenkt und in dieser Körperlichkeit unser Bewusstsein möglich macht. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas, was wir bis heute nicht richtig verstehen. Deswegen ist das Leib-Seele-Problem ein spannendes Thema. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Teils. Wir haben gesehen, dass Leib-Seele seit mehreren tausend Jahren Thema in der Debatte ist. Wir haben auch gesehen, dass bis heute keine befriedigende Lösung dieses Problems existiert. Wir werden uns nicht vorschnell auf eine materialistische Position einlassen können, ohne dass wir allzu viel von der Psychologie aufgeben. Ich sage immer, wir sind Psychologen und keine Hirnforscher. Ja, und jeder soll sich in seinem Gebiet spezialisieren. Der Hirnforscher kann gerne neuronale Prozesse und Aktivitätsmuster im Gehirn untersuchen. Der Psychologe muss die Bedeutung, die sich mit diesen Hirnprozessen verbinden lässt, untersuchen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben unterschiedliche Felder und wir sollten gucken, dass wir natürlich kooperieren. Wir sollten nicht blind sein für das, was in den anderen Bereichen stattfindet. Aber wir haben unseren eigenen Gegenstand. Und der ist nicht die Physiologie. Der Gegenstand ist nicht die Neurophysiologie, die Elektrophysiologie, sondern der Gegenstand ist die Psychologie. Da kann ich nur noch mal sagen, danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir machen weiter. Ja, und Sie haben es gemerkt, ich habe zum Abschluss nicht gewunken. Ja, das war Absicht. Sonst winke ich zum Schluss eines Teils. Warum? Mein eigener Wille war das. Das war nicht irgendwie ein Stimulus, der nicht gesetzt wurde, sondern das war mein freier Wille. In diesem Sinne nochmal, diesmal mitwinken. Tschüss.